Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind hier wieder in der Boston Base in Barnards Sterne mit der Python und mir ist was aufgefallen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen irgendwie. Und zwar, es gibt gerade ein neues Community Goal. Das läuft schon eine Weile. Ungefähr so eine Weile wie das jetzt braucht hier. So endlich. Woanders. Sagittarius Eye Appell. McMullenring in Milese. Und das ist ein Trading Community Goal. Und die wollen halt Kobalt, Titan und Tantal. Milese, das ist nicht eichweit von Sol entfernt. Und wenn man hier guckt, es hat schon 2200 Leute mitgemacht. Das läuft nur noch in da. Also ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Kann ich mich jetzt schon anmelden? Dann machen wir natürlich auf jeden Fall mit. So, genau. Und das Zeug gibt es auch hier schon, was man braucht. Gucken wir mal. Metalle. Tantal. Titan. Was war's? Kobalt. Tantal hatte ganz guter Preis. Das kaufen wir mal. Ja, wir kaufen wir von jedem so ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Weil die brauchen ja bestimmt jedes Material zum Bau. Die wollen eine Asteroidebasis bauen. Und das war's, Titan war's. Titan, genau. So, Titan kaufen wir auch mal. 100 Stück. Brauche hier bestimmt alles. Und der Rest füllen wir mit Kobalt auf. Das wird wahrscheinlich so ein Scanner liefern, weil das ist hier nicht so viel wert. Aber wir sind so frei und liefern auf 24 Tonnen. So, dann. Ja, also klar, machen wir damit. Und kriegen halt dann zumindest ein bisschen Geld so nebenbei, ohne viel zu tun. Ist doch ganz cool. Ja, seit der letzten Folge nichts großartig verpasst, weil ich bin direkt wieder hierher zurückgeflogen. Was machst du jetzt? Fliege auf fort. Das ist aber uncool. Ja, du bist auch ein kleines Raumschiff, das passt. Das ist T6 oder was? So, das dürfte jetzt ein paar Sprünge sind, weil wir haben jetzt eine verringerte Sprungreichweite. Achso, ich muss ja schon wegdüsen. Wir gucken mal. Ach, 4 Sprünge, das geht ja noch. So, und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Selbst schon mal da nicht in die Top 50 kommen oder so. Ein bisschen Geld nebenbei. Ja, also wie gesagt, ab und zu irgendwie hat das Frontier auch gar nicht auf dem Elite-Account, also auf dem Twitter-Account gepostet oder auf den Kanälen, wo es sonst steht. Oder vielleicht haben sie es und ich war wirklich absolut blind. Das ist mal gestern und ist mir gerade aufgefallen. Gerade nur unserer, wo wir da bei dem Prophet waren, mit dem Targoid-Kontakt hatte, bin ich zurück nach Barnards Stern geflogen und da ist mir das gerade zufällig ist mir das aufgefallen. Also, keine Ahnung, da mein Auge war die ganze Zeit. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben hier noch einen Tag Zeit. Und in die Python gehen immerhin 224 Tonnen rein. Wenn wir mal dort sind, dann gucken wir mal, ob man das Zeug auch im System in der Nähe finde. Ich wollte fast schon sagen, vielleicht kenne ich dort ein paar Systeme, aber wenn ich dort schon den Namen sehe, Eden Apple, ich habe schon gelesen, Eden Apfel, dann muss ich doch sagen, ich glaube, ich kenne die Systeme nicht. Immer so trugschluss, aber im Moment, dass man unsere Homebase drumherum schon in vielen Systemen war, dann ist man mal so 60 Lichtjahre, 50, 60 in eine Richtung, wo man so einen Schnitt fliegt und schon ist alles unbekannt. Also schönes Beispiel, wie riesig das alles hier ist.
Also ich habe jetzt natürlich auch nett drauf geachtet, wie weit die Station von der Sonne entfernt ist, aber wird schon nicht so weit sind. Berühmte letzte Worte. Zumindest um rauszufinden, was für Station man fliehen müsse, ist, denke ich, recht einfach. Da tut es wahrscheinlich irgendwie eine Raffinerie oder eine Welt, die Bergbau betreibt. Dort müsste man das Zeug eigentlich bekommen. Achso, ich bin doch doof. Ich wollte die ganze Zeit nebenbei scannen und mir fällt nicht auf, dass ich gerade den Scanner ausgewählt habe. Verdammte Axt. Naja, nicht so schlimm. Was haben wir dann hier? Okay. So, und dann denke ich, dass wir nur der Dorffolge nochmal auf Reise gehen. Ich hätte zwar noch ein paar Sachen hier zu tun. Achso, Explorer waren wir schon lange nicht mehr. Das könnten wir eventuell mal machen. Mit einer kleinen Strecke, wo man 5000 Lichtjahre reisen. Dann hätten wir nämlich auch die Voraussetzungen für anderer Ingenieur. Und dann könnte man mal sich dran machen, Material ist es so und die Schiffe komplett cool ausrichten. So, McMullenring war es. Kann das Sinn? Ich wähle nur aus. McMullenring. Ajo. 670. Oh, das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. So, während wir dahin fliehen, gucke mir schon mal, kenne ich da irgendwas? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Raffinerie. Ariak. Hightech-Raffinerie. Das ist vielleicht noch besser. Oder eventuell mal nur Bergbau. So, und hier ist wieder ein Schiff, das man noch scannen könnte. Ja, wir suchen uns nochmal ein schönes System aus. Kombination von Raffinerie, Bergbau. Gibt es wahrscheinlich eh nicht. Entweder das eine oder das andere. Ah, mir ein paar Daten. Das war nicht so wichtige, aber. Oder? Ach ne, da dachte ich, das waren die, wo man es jetzt schon 50 verloren hatte, wenn man die Ingenieurin freigeschaltet hatte. Systembehörde. Was ist das hier überhaupt für ein Gebiet? Ist das noch Föderation? Kooperative? Keine Ahnung. Na, das sieht man gleich, wenn wir an der Station sind. Und so richtig praktisch, dass das echt in der Nähe von Sol war. Beziehungsweise von Barnard Stern. Und ich kann jetzt schon raus. Ja, gern. Das ist immer faul. Gucken wir mal kurz, ob das denn nicht irgendwo steht. Kooperative. Ruf. Zufriedenheit, Einfluss. Das scheint jetzt nicht sonderlich hier zu stehen, oder? Demokratie. Das ist hier ein Schild für was das Superpower diesen? Oder ist da irgendwo ein Zeichen? Und ich erkenne. Ach, das ist wahrscheinlich davon das Symbol, oder? Das könntest du nur, das kann ich mir nie merken, was da was ist.
So, und wie war das nochmal? Einfach die Materialien abholen bei den Trading Goals, glaube ich. Ja. Ja, 70.000 Profit immerhin. So, Tantal. Ja, 300.000 Profit, schon eher. 100.000, ja, sehr schön. Gut, dann schauen wir jetzt mal, was hier in der Nähe. Dienste, nee, Ware, Zivilisation, Regierung, Wirtschaft, Wirtschaft, Abbau. Gucken wir mal. Haben wir hier Abbausystem in der Nähe? 26 Lichtjahr. Oh, hier, guck mal. Rost, das ist ganz in der Nähe. Sollen wir es hier mal probieren? Was wir hier für Preise haben. Wir probieren es einfach mal in Rost. Aus irgendwas Gedings Gedöns. Aber unserem Glück kann die das Zeug jetzt nicht. Ja, ja, das ist. Ups, Moderate Speed, das da. Hoffe ich doch. Ja, ja, das ist doch alles. Alles genehm. Ein bisschen höher vielleicht. Natürlich haben wir uns ein Ziel ausgesucht, das. Das sind ja die Stationen leider, aber egal. So, wenn wir es noch Glück haben, ist hier auch eine Station, die ziemlich nah am Stern ist. So, mal das Pech an, dann fliegen wir halt irgendeine Raffinerie an. Wenn man dort auch nichts für den Fliegen hat, dann hat Stern zurück. Ich würde nur vermuten, Abbau, da kriegt man das Zeug. Es sei denn, die würde nur Sachen abbauen, die man in vereiste Ringe halt hat. Wäre halt uncool. Okay. Na super. Das ist mir ehrlich gesagt zu weit weg, muss ich sagen. Das ist mal zu weit weg. Ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen was beten. Das Hightech-System, genau, da wollten wir mal gucken. Gucken wir mal da. Weil wenn schon wäre natürlich der Plan, dass ich jetzt ein schönes System finde, wo ich jetzt, auch wenn ich die Aufnahmen beendet habe, noch ein bisschen hin und her pendeln kann. Damit ich eventuell vielleicht in Top 75 oder so komme. Aber, wenn es schon so lange läuft, wird es schwer da. So. 55, heieieiei. Gibt's doch wohl nicht, oder? Gibt's doch wohl nicht. Darf ich nicht irgendwie Raffinerieindustrie fliegen wir nur dorthin. Also in dem System hole ich jetzt irgendwas. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt Pech und sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 2000 Lichtsekunden oder so. Oder 10.000. In
dem Fall mache ich es halt nicht. Ich hätte vorher wirklich gar nicht geguckt, was für eine Fraktion hier in Milese herrscht. Ich vermute aber nur Föderation, wir müssen hier eigentlich mit Sol so mit im Föderationsgebiet. Das ist doch was. 8,7 Lichtsekunde. Beziehungsweise momentan von uns 10 Lichtsekunden. Das ist doch da. Da können wir doch reden. Zarkon. Jetzt an wie so Bösewicht aus dem alten Science-Fiction-Film und ich bin wieder zu schnell. Passt. So, gucken wir mal, ob die noch Zeug haben. Ob die das Zeug haben? Wahrscheinlich haben die das doch jetzt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Was sind das für Einis? Ariak Exchange. Bollwerk Mercenary Corporate. Was ein Name. Ariak Jet Bridge Company. Future of Ariak. Armada Corporation. Liberty Party. Ariak Liberation. The Liberty Party of Ariak und Ariak Liberation. Das ist irgendwie... was die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa so irgendwie. Wo müssen wir dann hin? Ganz da hin. Also erstmal die Daumen drücke, dass sie das Material haben. Das mal so. Metalle, Tantal. Oh, schlechte Preise. Ganz schlechte Preise. Tantal geht eigentlich noch. Das war dort, glaube ich, mit 6000, oder? Das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht gut. Was waren nochmal die Preise? Ich weiß es echt nicht mehr. Warte mal. Das kann man doch hier. Ich war doch schon mal dort im Ort. Vergleichen. Markt suchen. Ach Gott, wie heißt das Ding? McMullenport. Das muss ich wahrscheinlich das System. Wie heißt das System? Milese mit 2L.
Sneak Base. McMullenport. McMullenport, IO 6000. Das ist doch, ja, ist jetzt nicht so wild. Wenn so Eishi Profit machen wir nicht, aber es geht ja einfach nur darum. So, 500 pro Tonne, das ist doch auch gut. Klar, das Anhaber ist natürlich effektiver auf dem Bahnarztstern, aber Hauptsache, ein bisschen Gewinn dabei. Uns geht einfach nur ein bisschen beim Community Goal. Ziel gesetzt, ich bin ja doof. Mir lese. McMullenport. So, die Dog geben wir noch schnell ab. Suche ich mir ein anderes System, wo ich ein bisschen noch hin und her fliehe. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit und ich höre schon meine Katze an der Balkontür, aber da muss ich jetzt noch kurz warten, bis was abgepannt. Ein Typ 7. Diesmal ist Abbremsen nicht vergessen. Ein Beluga-Liner. Ist wahrscheinlich gerade von der Station weg. Das sind doch bestimmt Systembehörde. Okay, das reicht nämlich für den. Doch, kann man auch noch scannen schnell. Und ich wollte wirklich eine Asteroidenbasis machen. Hier wahrscheinlich dann oder hier. Hier, hier oder hier. Bin ich mal gespannt. Also das Community Goal ist wohl erfüllt, nämlich Mo stark an. Gucken wir gleich mal, wer jetzt mit mich jetzt wohl oder nicht. Dann gucken wir uns die Basis mal an. Also später, wenn sie gebaut ist. Gucken wir mal schnell. Wir sind beim Tier 5. Und ja, wollen wir nehmen. Ja, man müsste eigentlich schon drin sind. Das sieht man jetzt nicht. Müsste aber eigentlich erfüllt sein. Nehme ich mal an.
Und wenn wir in die Top 75 kommen, das wäre cool. Wenn ich nur noch ein bisschen was davor mache. So. Noch ein schönes Bild für die Vorschau kriegen, eventuell. So, sehr schön. Titel das ziemlich nur. Ja, immerhin knapp 300.000. Okay, ist sehr schön. Bei dem Community Goal waren wir auch dabei. Und ich würde sagen, wir machen dann hier kleiner Cut. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, was wir da machen. Eventuell schon eine Expedition, vielleicht aber auch nicht. Lassen wir uns mal von überraschen. Und bis dahin dann. Bye bye.